Hallo liebe Computerfreunde. Willkommen zur Sendung mit der Maus. Heute erklären wir euch TCP/IP. Das ist der Klaus. Und das ist der Ali. Und der Ali, der möchte seinem Freund dem Klaus ein Bild schicken. Zuerst übergibt der Ali das Bild an die Computeranwendung. Die Anwendung übergibt das Bild an das TCP-Programm und dieses an das IP-Programm. Würde das IP-Protokoll das Bild als Ganzes durch das Internet transportieren, würde beim Verlust, zum Beispiel durch Virenbefall, das ganze Bild verloren gehen. Deswegen wird das Bild vom TCP-Protokoll in mehrere Pakete geteilt und dann an das IP-Protokoll übergeben. Jedes Paket bekommt einen sogenannten Header. Dieser enthält Informationen über das Paket, wie zum Beispiel Adresse, Länge in Bit und Position in der Reihe von Paketen. Bei Verlust eines Paketes lässt sich der Inhalt aus den Informationen der anderen Pakete rekonstruieren. Deshalb ist es nicht so dramatisch, wenn ein Paket auf dem Weg verloren geht. Die Pakete kommen über die sogenannten Ports an. Die Portstruktur ermöglicht es, dass mehrere IP-Programme gleichzeitig ihre Pakete am Ziel abliefern können. TCP steht übrigens für Transmission Control Protocol und IP für Internet Protocol. Das TCP-Programm am Zielrechner entpackt die erhaltenen Daten und setzt sie in die richtige Reihenfolge. Zum Schluss übergibt das TCP-Programm die zusammengesetzte Datei an die Anwendung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der Sendung mit der Maus.